Heute geht es um den Walzer in A-Moll von Frédéric Chopin. Allerdings geht es in diesem Video nicht darum, welcher Finger auf welche Taste kommt. Davon gibt es bei YouTube schon genug Videos. Sondern in diesem Video geht es um Fragen der musikalischen Gestaltung und Fragen der Interpretation. Und es geht um einige technische Herausforderungen, die dieses Stück bietet und wie du diese am besten meisterst. Also bleib dran! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Repertoire-Serie. Ich bin Thorsten Eil und auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema Klaviermusik vom Barock bis zur Romantik. Ein neues Video erscheint immer am Samstag um 17 Uhr. Wenn du also von YouTube an neue Videos erinnert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal und drück nebendran auf die Glocke und schau dich auch ruhig mal auf meinem Kanal um. Da gibt es mittlerweile etwa 200 Videos. Da ist mit Sicherheit noch viel Interessantes für dich dabei. Wir beginnen mit den ersten 16 Takten und wir hören uns die ganze Sache einfach mal zusammen an. Soweit die ersten 16 Takte. Wenn du dir eine Notenausgabe kaufst, dann achte bitte immer darauf, dass es sich um eine sogenannte Urtextausgabe handelt. Das bedeutet, dass nur die Dinge in den Noten eingetragen sind, die auch tatsächlich vom Komponisten in den Noten vermerkt wurden. Also es heißt, es gibt keine Angaben des Herausgebers, es gibt keine Interpretationsvorschläge, sondern solche Dinge musst du dann selber machen. Bei diesen ersten 16 Takten beginnen wir vielleicht einfach mal mit der linken Hand. Die linke Hand, wie lernst du die am sinnvollsten? Es geht los mit A-Moll, dann kommt D-Moll, dann kommt ein G-Dur-Septakkord und dann kommt C-Dur. Wenn ich jetzt mir diese Grundtöne, diese Basstöne einmal anschaue, dann habe ich A, D, G, C. Und A, D, G, C sind alles Quintabstände, also ich habe hier quasi einen Quintfall. Dabei spielt es im Übrigen keine Rolle, dass die ersten beiden Akkorde Mollakkorde und die nächsten beiden Durakkorde sind, sondern A, D, G, C ist eben trotz allem eine Quintreihe. Und das ist auch die Art und Weise, wie man sich diese Akkorde am sinnvollsten merkt. Also ich merke mir zuerst den Basston A, D, G, C und dann die entsprechenden Akkorde, also A-Moll, D-Moll, G7 und C-Dur. Für viele Schüler ist die nächste Herausforderung hier, diese relativ großen Sprünge zu bewältigen. Und hier gibt es eine einfache Möglichkeit, wie du das Ganze sicherer hinbekommst. Und zwar versuchst du immer, diese Bewegung als Ellipse zu betrachten. Also das heißt, meine Bewegung kommt natürlich von oben. Und jetzt geht meine Bewegung so in einem kleinen Halbkreis nach vorne. Jetzt kommt der Akkord und jetzt gehe ich auf meiner Ellipsenbahn weiter nach oben. Vorne, oben, vorne, oben und so weiter. Also das heißt, ich beschreibe hier immer eine Kreisbahn und ich mache es eben nicht so, dass ich quasi so auf einem Regenbogen, auf einer Regenbogenbahn hin und her hüpfe, weil hier muss ich immer die Bewegungsrichtung ändern, während ich bei der anderen Variante einfach in meiner Bewegungsrichtung bleiben kann und das macht die Bewegung runder und vor allem deutlich sicherer. Und das ist auch das, was ich dir hier wirklich ans Herz legen möchte. Üb hier wirklich zunächst mal jeden dieser Sprünge zunächst mal einzeln. Ja, dann den nächsten Akkord. Dann
wieder den nächsten Akkord. Wirklich diese Sprünge zuerst mal üben, dass du da absolut sicher wirst. Und wenn die Sprünge funktionieren, dann spielst du das Ganze so, wie es da steht. Auch immer zuerst jeden einzelnen Akkord üben und dann erst mehrere Akkorde zusammensetzen. Schauen wir weiter. Was ist die nächste Herausforderung? Für viele Schüler ist das nächste Thema diese kleine Verzierung hier in der rechten Hand. Ja, wenn du das Stück zum ersten Mal einübst, dann ist es sinnvoll, diese Verzierung zunächst mal einfach wegzulassen, dass du auch für den Rhythmus ein Gefühl bekommst, damit du weißt, okay, wie viel Zeit bleibt mir eigentlich für diese Verzierung übrig. Und erst wenn du ein sicheres Gefühl für diese Grundstruktur hast, also dann fügst du die Verzierung mit ein. Und dabei ist es jetzt eine Frage der Interpretation, ob ich diese Verzierung vor der Zeit oder auf die Zeit spiele. Also das heißt, auf der Zeit, auf der ersten Zählzeit ist dieser Basston der linken Hand. Und jetzt ist natürlich die Frage, spiele ich die Verzierung vor die Zeit oder auf die Zeit? Ja, in aller Regel sagen wir in der romantischen Musik, dass die Verzierung vor die Zeit kommt. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich dir zumindest aus musikalischer Sicht empfehlen würde, das Ganze zu spielen. Wenn du das technisch nicht hinbekommst, würde ich jetzt an der Stelle sagen, da das Ganze ja auch eher ein Anfängerstück ist, ist es jetzt nicht die allergrößte Katastrophe, wenn du die Verzierung auf die Zeit spielst, aber musikalisch richtiger wäre es, die Verzierung eben vor die Zeit zu spielen. Gut, beschäftigen wir uns vielleicht einfach mal mit der rechten Hand. Die Melodiestimme der rechten Hand und wie wir die am schönsten musikalisch gestalten bzw. phrasieren können. Unsere Basics sind natürlich, dass wir bei einem Walzer zunächst mal die 1 im Takt betonen. Aber diese Phrasenbildung der rechten Hand verbietet es jetzt eigentlich, so eine starre Einserbetonung der rechten Hand zu machen. Also wenn ich das Ganze wirklich so betonen würde, ja, dann merkst du schon, dass das Ganze irgendwie sehr unmusikalisch und auch, ja, nicht wirklich angenehm klingt. Und hier müssen wir wirklich mehr der Phrase folgen, als wir der Taktbetonung folgen, auch vor dem Hintergrund, dass diese Walzer von Chopin definitiv keine Tanzstücke sind. Also das heißt, dieses Stück folgt zwar vom Rhythmus her einem Walzerrhythmus, aber eigentlich sind diese Stücke keine Walzer in dem Sinne, dass sie zum Tanzen gedacht wären, und von daher tritt diese Walzercharakteristik doch relativ stark in den Hintergrund. Und von daher ist es auch wichtig, hier wirklich diese Phrase herauszuarbeiten, und das bedeutet, dass wir zunächst einmal natürlich mit einem Auftakt anfangen, also die erste 1 ist natürlich betont. Und hier könnte zum Beispiel der Höhepunkt der Phrase sein. Also das heißt, der wäre der lauteste, obwohl es die zweite Zählzeit ist. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du den nächsten wirklich leise ansetzt und dass du mal hierher ein kleines Crescendo machst und jetzt abphrasierst, also abphrasieren heißt leiser werden. Wenn wir das Ganze so spielen, dann würden wir die ersten 4 Takte als eine Phrase betrachten,
was auch aus romantischer Sicht definitiv die sinnvollste Interpretation wäre. Es ist aber auch durchaus möglich, diese ersten zwei Takte als zwei eigenständige Teile zu betrachten. Und dann würden wir hier schon abphrasieren und würden hier leiser ansetzen und hier nochmal abphrasieren. Also beide Varianten sind möglich, beide Varianten sind denkbar, aber meiner Meinung nach aus stilistischer Sicht ist die erste Variante die sinnvollere, also das heißt, das Ganze als eine größere Phrase aufzufassen. Wenn du dich intensiver mit dem Thema Cantabile-Spiel beschäftigen möchtest, dazu habe ich vor einiger Zeit schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich hier auch nochmal. Und das ist im Grunde eine Technik oder eine Spielweise, die wirklich für Chopin oder speziell auch hier für dieses Stück elementar wichtig ist. Also, dass du immer versuchst, einen gesanglichen Ton in der rechten Hand zu erzeugen und dass du eben nicht so einen mechanischen Ton dir angewöhnst. Ja, sondern dass du hier wirklich eine schöne gesangliche Linie erzeugst und das bedeutet vor allem, dass du nach längeren Tönen, die auf unserem Klavier ja automatisch verklingen und leiser werden, eben nicht mit einem lauten Ton einsetzt, sondern nach langen Tönen immer leise. Immer leise einsetzt, um eben keinen Schreckeffekt zu erzeugen. Gut, damit sind wir beim Thema leise spielen. Leise spielen ist hier natürlich speziell für die linke Hand ganz besonders wichtig. Also, was du bitte nicht machen darfst, ist die linke Hand zu sehr zeigen, zu sehr betonen, weil wir haben vorhin schon gesagt, es ist zwar ein Walzer, aber es ist jetzt bitte kein Bierzeltwalzer. Also bitte mach nicht sowas draus. Was man auch manchmal hört. Ja, also das wäre jetzt eher so eine Art Bierzeltwalzer. Das wollen wir hier nicht, sondern wir wollen hier wirklich einen schönen, dezenten Walzer, einen sehr eleganten Walzer. Und das bedeutet, dass wir die linke Hand und auch diese Walzerrhythmik, soweit es geht, im Hintergrund lassen und eigentlich diese Walzercharakteristik so ein bisschen verstecken und nur so einen ganz dezenten Hauch von Walzer erzeugen. Damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass ich am Ende verzögert habe. Also das heißt, damit wären wir beim Thema Rubato. Du kannst natürlich ein bisschen mit dem Tempo arbeiten, ein bisschen das Tempo variieren, aber das ist eine Technik, die ausgesprochen gefährlich ist. Also, wenn du kein absolut sicheres Rhythmusgefühl hast, dann kann ich nur davon abraten, in irgendeiner Weise Rubato machen zu wollen. Rubato erfordert wirklich ein sehr exaktes Rhythmusgefühl, weil Rubato sich immer um eine Grundgeschwindigkeit
herumbewegen muss. Also du kannst dir das vorstellen wie eine Straße und diese Straße ist meine Grundgeschwindigkeit. Und jetzt pendle ich ein bisschen von dieser Straße weg. Also das heißt, ich pendle ein bisschen nach der einen Seite weg, bedeutet, ich werde ein bisschen schneller. Ich pendle ein bisschen zur anderen Seite weg, also das heißt, ich werde ein wenig langsamer als mein Ursprungstempo und dann kehre ich wieder zu meinem Ursprungstempo zurück. Also Rubato bedeutet jetzt nicht, dass ich ständig an bestimmten Stellen immer nur langsamer werde. Wenn ich an jedem Phrasenende langsamer werde, dann wird das Ganze wirklich ausgesprochen langweilig, ausgesprochen kitschig. Und man könnte fast schon sagen, geschmacklos. Was jetzt übrigens nicht heißen will, dass nicht auch bekannte Pianisten sowas gelegentlich machen, worüber ich mich dann auf Aufnahmen auch ehrlich gesagt durchaus sehr wundere. Also ich kenne zum Beispiel eine Aufnahme von den Chopin-Walzern von der Maria Joao Pires. Ich schätze die Frau Pires wirklich sehr. Die Frau Pires ist eine großartige Mozart-Interpretin und auch Chopin spielt sie eigentlich sehr, sehr schön. Aber gerade diesen A-Moll-Walzer spielt sie für meinen Geschmack wirklich absolut fürchterlich, weil sie ständig langsamer wird. Also das ist dir wahrscheinlich jetzt beim Zuhören auch schon aufgefallen. Wenn ich das innerhalb dieser ersten 16 Takte viermal mache, dann wird das einfach viel zu vorhersehbar und es wird einfach langweilig. Was ich aber durchaus machen kann, ist, dass ich eben das Tempo ein klein wenig schwanken lasse. Beim Walzer darf ich vor allem eines tun, ich darf nämlich die zweite Zählzeit ein bisschen dehnen und das bringt dann so einen gewissen Schwung. Jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass ich zwischendurch immer so ein ganz klein wenig gependelt bin mit meinem Tempo und das ist etwas, das durchaus im Bereich des Möglichen und Machbaren ist und was diesem Stück auch durchaus wieder eine interessante Note verleiht. Aber wie gesagt, hier bitte aufpassen, dass das Ganze nicht zu einem rhythmischen Chaos wird. Schauen wir uns die Takte 17 bis 24 einmal zusammen an. Und hier habe ich jetzt etwas Neues eingeführt. Das hatte ich vorhin, als ich dir gezeigt habe, wie man diesen Walzer in unschöner Weise gelegentlich hört. Hatte ich das auch schon mal gemacht. Ich habe nämlich. Also ich binde quasi die 1 an die 2 und jetzt die 3 und die 1. Also die 3, die 1 und die 2 binde ich quasi zusammen. 3, 1, 2. Dadurch entsteht so dieses sehr typische Gefühl von Wiener Walzer. Und auch das wieder eine Sache, macht das bitte nicht zu auffällig, also jetzt nicht. Ja,
das wäre jetzt mit Sicherheit übertrieben, aber wir haben hier eine Charakteränderung. Ja? Und diese Charakteränderung muss ich natürlich versuchen, durch mein Spiel irgendwie ein bisschen hervorzuheben. Und wenn ich hier diese Begleitstimme verändere und diese Begleitstimme etwas lockerer spiele, dann entsteht eben ein etwas fröhlicherer Charakter, und das ist es genau, was ich hier eben haben möchte, dass ich eben nicht die ganze Zeit in diesem traurigen Leierton bleibe. Und genau das ist es, was gute Interpretationen von weniger guten Interpretationen ausmacht, dass mir als Interpret auffällt, wann sich der Charakter des Stückes verändert und dass ich durch meine Spielweise diese Charakterveränderung unterstreiche. Wir werden auch gleich nochmal auf dieses Thema zurückkommen. In diesem Teil gibt es jetzt eine Stelle, mit der Schüler in aller Regel Probleme haben. Das ist diese Geschichte hier. Im Grunde ist das eigentlich jetzt nur ein E-Dur-Dreiklang, der eben sich aufwärts bewegt. Wenn du regelmäßig deine Basics übst, also das heißt Tonleitern, Dreiklänge, Arpeggios, vielleicht auch sowas wie harmonisierte Tonleiter oder Oktavregel, dann ist das wahrscheinlich kein größeres Problem für dich. Wenn du das nicht regelmäßig übst, dann ist die Stelle nicht ganz einfach. Es gibt eine oder ein paar Möglichkeiten, wie du das Ganze üben kannst. Also eine Möglichkeit besteht darin, dass du quasi die oberen zwei Töne als Akkord spielst und jetzt auf die Art und Weise das Ganze übst. Du wirst auch merken, dass die Finger wahrscheinlich nicht lang genug sind, um die beiden Töne jetzt an den nächsten ranzubinden. Also das heißt, du musst hier so ein bisschen loslassen und dann die nächsten zwei spielen. Und das gleiche gilt bei der Abwärtsbewegung. Du kannst das Ganze natürlich in Rhythmen sortieren, also zum Beispiel Viererrhythmus, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Fünferrhythmus, 6er- und 3er-Rhythmus ist nicht so interessant, weil die Figur ja drei Töne hat, aber kann man natürlich auch mal machen. Das sind so Grundübungen, die du hier definitiv machen kannst. Noch eine schöne Übung ist, dass du quasi die Terz weglässt und einfach nur die leere Quinte spielst, weil dann ist der Fingersatz quasi 1, 3, 1, 3, 1, 3. Und das Problem an dieser Geschichte hier ist, dass quasi der Daumen ja immer so der trägeste Finger ist. Und hier übe ich quasi mit diesem Daumen geschickt umzugreifen, und das hilft mir dann nachher bei dieser Bewegung einfach mit dem Daumen beweglicher zu sein. Gut, schauen wir uns die Takte 25 bis 40 noch zusammen an. Jetzt kommt unser ursprüngliches Thema schon wieder. Wir haben unser ursprüngliches Thema im ersten Teil ja im Grunde viermal gehört, und jetzt kommt dieses Thema erneut. Und das ist auch so ein bisschen das Problem mit diesem Stück, dass wir ein Thema haben, das eigentlich nur vier Takte hat und das im Verlauf des Stückes immer wieder aufgewärmt wird, wodurch dieses Stück relativ schnell langweilig werden kann. Und meine Aufgabe als Musiker ist es jetzt natürlich, zu versuchen, diese Langeweile zu verhindern. Also das heißt, dass ich eben das gleiche Thema auch in seinem Ausdruck ein bisschen variiere. Also wenn dieses Thema jetzt erneut kommt,
dass ich es dann eben nicht hundertprozentig genauso spiele wie die ersten vier Mal, sondern dass ich versuche, den Ausdruck zu verändern. Das ist ähnlich wie bei einem Schauspieler. Ein Schauspieler muss in der Lage sein, ein und denselben Satz durch die Art und Weise, wie er diesen Satz artikuliert und vor allem durch seine Körpersprache, durch seine Gestik, durch seine Mimik, muss er in der Lage sein, diesem Satz unterschiedliche Bedeutungen zu geben. Und diese unterschiedlichen Bedeutungen, die ein und derselbe Satz haben kann, die reichen im Grunde von einer Liebeserklärung bis hin zu einer psychopathischen Morddrohung. Und genau das ist eben die Kunst des Schauspielers, einen Satz wie zum Beispiel "Ich liebe dich" so zu artikulieren, dass dieser Satz nicht mehr nach "Ich liebe dich" klingt, sondern im Endeffekt tatsächlich eher nach einer Morddrohung. Gut, da war also dann die SD-Karte voll. Wir machen weiter. Genau darum geht es also auch in der Musik. Es geht quasi darum, dass du immer dann, wenn so ein schon bekanntes Motiv wieder auftaucht, dass du dann versuchst, diesem Motiv irgendwie einen neuen Charakter zu geben. Neuer Charakter ist vielleicht zu viel gesagt, aber irgendwie eine neue Nuance innerhalb dieses Motives zu zeigen, so dass eben dieses Motiv nicht immer 100% exakt gleich klingt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Jetzt könnte ich das Ganze fortsetzen. Ich könnte aber auch diese nächste Stelle dann wieder zurückgehen und ein schönes Legato spielen. Also das sind alles Möglichkeiten, und diese unterschiedlichen Möglichkeiten, das Ganze zu artikulieren und dadurch eben den Ausdruck auch zu variieren, diese Möglichkeiten solltest du soweit es dir eben technisch möglich ist, auch ausnutzen und ausschöpfen. Wenn du dich noch intensiver mit dem Thema Klaviermusik beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir diese beiden Videos. Falls dir das heutige Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über Daumen hoch und wenn du das Video mit deinen Freunden teilst. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Freude beim Musizieren und bis zum nächsten Mal.